Hallo Freunde, ich bin's euer Vale und wir spielen Legend of Kain Defiance weiter. Das letzte Mal haben wir uns aus der Unterwelt geboxt und sind dann wieder mit Kain im Herzen der Serafan-Festung gelandet, wo wir jetzt dieses Artefakt mitnehmen. Schien genau in das eigentümliche Schloss zu passen. Endlich konnte ich die Tür öffnen. Ja, den alleraufmerksamsten unter euch sollte eine Kleinigkeit aufgefallen sein, nämlich dass ich wieder weniger Leben habe. Das liegt daran, dass ich nochmal kurz von vorne anfangen musste, weil es mir die letzte Aufnahme zerschossen hat und ich keinen Sicherheitsspeicherstand gemacht habe, was ich mir jetzt aber gewöhnen werde. Und ich habe auf meinem Weg nach unten einen Talisman vergessen, den ich nachher aber gleich offscreen wiederholen werde. Ist nicht weiter wild. Man kann das auch komplett schaffen, ohne die Gesundheitstalismane aufzunehmen. Hat ein gutes. Ich habe meine Erinnerung wieder, wo wir hin müssen. Es ging auch nie so viel verloren. Oh mein Gott! Die Serafan-Festung wurde von den Schatten genommen. Nebelgeist, was ihr hier sein wollt. Natürlich nicht verlernt habe, ist mein Lieblingskombo. Hier gibt's überall nichts. Ich kann hier eigentlich nur ganz getrost durchrumpeln, ohne dass mir irgendwas aufhalten dürfte. Kann ich nicht. Wieso hatte ich gerade einen Frame-Einbruch? Egal. Was ist hier irgendwie? Ja, unsere Drücken, die wir das letzte Mal benutzt haben, ist gesperrt worden. Und warum man jetzt Fraps wieder hat, dass er einen Frame-Einbruch hatte, weil ich es gerade erst mit der Aufnahme losgelegt habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mama hat Fraps mich auch einfach nicht lieb. Es gibt solche Tage. Oh, hier habe ich nicht viel zu sagen, außer es mir... Ein Spiel eben auch sehr gut gefällt, das haben wir auch gesehen. Die Unterwelt und das alles, es sind wirklich verschiedene Orte und das sieht man auch. Das hatte ich ja in Blood Omen beispielsweise sehr bemängelt, dass irgendwie alles gleich aussah. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da was für eine Seele aussaugen? War hier so ein Behälter. Wahrscheinlich weil ich ein bisschen wenig Leben habe. Das ist kein Problem. So, die Tür haben sie jetzt allerdings auch verschlossen, aber wir müssen ja wieder in den netten hübschen Raum. War doch klar, oder? War. Hier haben wir einen neuen Gegner. Die Jungs sind etwas schneller unterwegs und kämpfen mit zwei Waffen. Und wie man es gerade gesehen hat, sie werfen die Dinger auf. Was ich hier sehr schön finde, sie haben verschiedene Waffen. Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob das irgendeinen Einfluss auf Schaden hat. Oder ob es nur von den Entwicklern gut gemeint ist, dass man ihnen mal verschiedene Waffen an die Hand gibt. Finde ich auf jeden Fall super schön. So, wir wollen uns auch ein bisschen heilen, weil sonst werden die hier lästig. Die Gegner hier fordern einen auch wirklich heraus. Nicht so ekelhaft wie in Soul Over 2 mit verfluchten Polarmwaffen, die ich gehasst habe wie die Pest. Zack. Zack. Schade. Es kann auch nicht immer hauen. Ich finde es sehr interessant, dass sie überhaupt nichts tun, wenn man einen ihrer Kameraden aussaugt. Also Loyalität ist irgendwie auch was anderes. Das ist auch noch diese andere Aussaugmöglichkeit, dass man sich irgendwo hinstellt und
Ja, saugt. Ist ganz gut zum Aussaugen von mehreren Gegnern, benutze ich allerdings eher selten, weil sich für mich auch so selten die Gelegenheit dafür bietet. Soll mir aber wurscht sein. So, jetzt sind wir wieder hier. Und... Malek, der große Krieger der Sarafanen. Ich war ihm schon einmal begegnet. Aber wo waren sein Schwert und sein Schild? Ja, wir sind hier erst dreimal vorbeigekommen, aber jetzt fällt es ihm auf einmal auf. So, ja. Wer hätte das gedacht? Man lässt es nicht so einfach passieren. Jetzt mal meine Gegner auf der Rückhandmunition. Gut, dann eben so. Ja, man kann mit der Spezialkraft von Reaver schon etwas, ich sag jetzt mal, großzügiger umgehen, weil man Reaver eigentlich schnell wieder aufgeladen hat. Ich weiß gar nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass er ab und zu das los ist, wenn man einem Gegner das Schwert reinjagt. Wenn irgendwer weiß, was das übersetzt bedeutet, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar keine echte Sprache oder. Aber sag mir das dann bitte, das würde mich wirklich interessieren. Das ist auch eine kleine Wissenslücke meinerseits. Was hast du heute, Fels? Du bist doch sonst nicht so zickig. Naja. So, wir haben die feindlichen Seraphan besiegt. Und ich gehe mal ganz kurz offscreen den Gesundheitstalisman holen. So, da sind wir wieder. Und ihr seht es, ich habe den Talisman bekommen. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Alex Schwert und Schild. Er ist ja nur dreimal an dieser verdammten Statue vorbeigelaufen, ohne auch nur Notiz davon zu nehmen. Aber hey, warum nicht? So, an den Gang dürften sich die meisten von euch erinnern. Natürlich, denn hier hatten wir unser Kampfding. Hier haben wir einen neuen Gegnertypus, nämlich die Magier. Sind de facto lästig. Sollte man auch zuerst töten, weil sie natürlich, wie man es gerade gesehen hat, Verbündete verstärken. Und dafür sorgen, dass die mehr aushalten und stärker zuschlagen. Ich habe übrigens das Setting umgestellt und jetzt komme ich damit wieder nicht klar. Das ist lustig, wenn man sich die Steuerung umsetzt, kommt mit der alten Steuerung auf einmal klar. Das ist, glaube ich. Und meine Reaver-Aufladung ist quasi gewesen, weil das Spiel einmal gestürzt ist. Macht ihr dann nicht. Sagt der nicht noch aus. So. Du, mein Freund, wirst mein Essen. Nicht. Egal, wir sind eigentlich noch bei Gesundheit. So, dann wollen wir durch. Wo ist es? Ah, dieses Tor. Sag mir, wo finde ich deinen Herrn? Schnell, Möbius ist im Turm. Gut. Ja, so viel zur Loyalität der Seraphim-Krieger. Komm, wer von euch hätte jetzt echt erwartet, dass er uns sagt, wo wir Möbius sind? Ich hab eher erwartet, dass er irgendwas in der Richtung sagt, ich würde ja sterben als mein Fremdfahrer, schäbiger Vampir und Blutrausch und so. Moment, Blutrausch. Muss ich mir jetzt ansehen? Blutrausch. Ah, okay. Das ist das gleiche wie das Massaker, nur in der Luft. Fick denn. Stärkst mich erstmal. Ah ja, so schnell gehen so die Gegner hier nicht aus.
wie das Massaker bloß eben in der Luft. Ist auch relativ effektiv und interessant. Kann aber vorkommen, dass es nicht ganz so funktioniert, wie man es haben will. Zack, weg ist er. So, und wir wollen natürlich einen speziellen... Hallo? Danke, Tür. Dass du mich doch noch durchlässt. Genau, wir wollen nämlich an diesen schönen Ort. Und natürlich, oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit der Spielmechanik von Let's vertraut ist. Da wir momentan wieder den Lieber noch unstärken. Ach ja, das könnte übrigens auch passieren, dass ein brennender Gegner andere Gegner mit anzündet. Das kann der jetzt wohl nicht so krippelnd und. Zauberer, den ich natürlich schnell ausschalten möchte, bevor der anfängt, hier zu einem Problem zu werden. Wenn ich übrigens während der Blutung zu viel Schaden zufügt, dann sterben die einfach. Wenn man sich so lange bluten lässt, logischerweise auch. Durch diese wunderbare Tür gehen. Das ist übrigens eine Stelle im Spiel, an der ich mich immer ganz gerne verlaufe. Ich weiß auch nicht wieso. Aber auf diesen Abschnitt komme ich irgendwie nicht ganz klar mit der Orientierung. Mal gucken, ob es diesmal anders wird. Ich weiß ja diesmal wenigstens, wo wir zuerst hingehen sollten und können. Sagen, außer dass ich das Schloss der Seraphan sehr schön gestaltet finde. Finde ich wirklich gut gemacht vom Look her. Also die Atmosphäre stimmt schon immer. Das kann man nicht vorwerfen. Und wow, eine Statue von Malek und ein arkanes Buch. Stellen wir uns mal hier rein. Oh, Malek, Schildwerte, damit gerechnet. Wahrscheinlich alle, die nicht damit gerechnet haben, dass wir hier Malek Schwert finden. So, wir wollen uns dieses Objekt greifen. Und diese Stelle hier, das habe ich bei der ersten Aufnahme schon sehr bemängelt. Ich drücke wirklich jede erdenkliche Richtungstaste, aber er bevorzugt es irgendwie, das Ding nach links zu schieben, nach rechts zu schieben. Wie hier jetzt. Jetzt eh gleich beenden, darum stört mich dieser Frame. Nicht wirklich. Ich hoffe euch auch nicht so sehr. So. Maleks fehlendes Schild. Obwohl ich seine Würde dadurch wiederherstellte, musste ich den Schild zu seiner Statue bringen, bevor ich weiterziehen konnte. So sieht's mal aus. So läuft das hier. So, also, wie gesagt, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren, positiv bewerten, alles zusammen. Vergesst nicht, dass YouTube so schöne Aktionen dafür hat. Nutzt sie für mich. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.